Herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank und ein herzliches Willkommen natürlich auch im Namen von JFD Bank heute am 22. Januar 2020. Mein Name ist Stefan Friedrichowski. Ja, wie nicht gewohnt für diese Art von Webinar, weil es ist ja ein neues Format, nämlich unter dem Namen Statistikradar. Der eine oder andere wird sich fragen, was ist Stefan hier denn heute vor? Ganz einfach. Normalerweise, ihr wisst, viele Leute gucken auf Charts und leiten da entsprechende Trading-Chancen ab. Ich mache sowas Ähnliches, aber ich gucke nicht auf die Charts, sondern ich möchte Trading-Chancen rein aus statistischen Überlegungen heraus ableiten und das, ja, in aller Kürze hier in einer halben Stunde. Also, seid gespannt, hoffentlich. Und mal etwas ein anderer Blick auf die Märkte und etwas. Da war gerade kurz der Ton weg. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt sollte auch wieder alles in Ordnung sein. Naja, also Risk-Disclaimer, Kurzwiederholung. Wir handeln natürlich auf eigene Verantwortung. Alles, was wir hier darstellen, sind zwar Meinungen, aber natürlich keine expliziten Trade-Empfehlungen. Und das muss natürlich wie immer einmal gesagt werden. Genau. Ja, da hat jemand richtig erkannt, ich habe hier aus Versehen einen Knopf gedrückt und deswegen war ich kurz stumm. Das war aber definitiv keine Absicht. Kleiner Überblick, was wir heute machen. Dieser eine Slide, das ist wirklich nur der eine, dann kommen nachher Tabellen und Charts, dient so ein bisschen, euch einzustimmen, was wir hier eigentlich in den 30 Minuten machen. Der untere Teil, den brauchen wir gleich, also da nochmal extra. Vielleicht mal einen Screenshot sogar schon machen, hilft nämlich. In Summe möchte ich einfach komplett auf die Märkte als Ganzes schauen. Und wenn ich sage Märkte, ganz alles dann natürlich auch wieder nicht. Ich schaue in Summe auf den Forex-Markt, also da auf meine typischen 28 Forex-Paare, die ich gerne immer betrachte. Darüber hinaus wollen wir noch ein Edelmetall mit reinnehmen, also Gold und auch zwei Indizes, nämlich den DAX und den S&P 500. Die wollen wir natürlich hier nicht außen vor lassen. Gerade die letzten genannten sind sogar alle drei. Werdet ihr sehen, werden eigentlich die Highlights. Also, aber schauen wir mal. Ich kann das deswegen so einfach sagen. Ich habe das gleiche Webinar vor einer Stunde gerade auf Englisch gemacht. Von daher habe ich schon gerade einmal die Schlussfolgerung gezogen. Mal schauen, ob ich heute jetzt dann gleich die gleichen ziehe. Basierend, um zu diesen Trading-Chancen zu kommen, schaue ich in Summe im Wesentlichen auf die Volatilität. Ich schaue auf die Trends, auch Trendstärken und Trendqualitäten. Gleich schon mal zwei weitere Namen für Trend. Das wird nachher Regression Percent heißen. Das ist einfach die Steigung einer Linie, die man in den Chart legen kann. Naja, und wie gut das ist, das heißt mathematisch Regression Coefficient, das ist eine Zahl zwischen 0 und 1. 1 ist perfekt, 0 ist random. Wir wollen nämlich nicht nur auf die Trends gucken, auch wenn ich weiß, dass die meisten da am meisten drauf schauen, sondern auch die Gelegenheit nutzen, Seitwärtsphasen mal sozusagen zu identifizieren, die sogar häufiger vorkommen als die Trendphasen. Und wer dafür Strategien hat, ist natürlich dann in den entsprechenden Underlyings super gut aufgehoben. In Summe möchte ich hier Trading-Möglichkeiten auf unterschiedlichen Timeframes ableiten. Und wie immer gibt es natürlich da ganz keine so richtig glasklare Trennung zwischen diesen Timeframes. Was ich hier ableite, mache ich anhand einiger Indikatoren. Und
Der eine oder andere wird sich wundern, ich mache alles formal auf einer H1-Periode, also auf einer H1-Candle-Basis. Und trotzdem kann ich hier auf unterschiedlichen Timeframes die Trades danach ableiten. Das liegt daran, weil ich unterschiedliche Periodenlängen für die Indikatoren, wie zum Beispiel ATR, Average True Range, also die Volatilität, verwende. Und hier deswegen der Hinweis, Screenshot vielleicht, da tauchen nachher immer wieder in den ganzen Charts die Zahlen wie 120, 480.000, 560 und 6.240 auf. Hatten einfach einen Grund. 120 H1 Candles repräsentieren eine Woche, 480 einen Monat und so weiter, ein Quartal und ein Jahr. Das heißt, wir gucken auch durchaus langfristig. Und wenn man fragt, wenn man jetzt Trading-Möglichkeiten ableitet, dann kann man ungefähr sagen, dass wenn man aus dieser Betrachtung der 120 Candlen, also einer einwöchigen Rückschau, eher die Trades auf kleineren Timeframes wie M5 und H1 ableitet und so weiter und so fort. Auch die Langfristseite will ich hier nicht unerwähnt lassen. Da aber bitte immer noch einen zusätzlichen Blick auf die Swap-Kosten werfen, also die Finanzierungskosten, wenn da Trades auf Tage oder Wochen eingeht. Nachher werden Aussagen immer entstehen mit einer fünffachen Ampel. Und die Interpretation ist ganz einfach. Rot ist kein Alarmsignal, sondern heißt nichts anderes wie, die Zahl ist besonders klein. Und klein kann dann auch, nämlich bei der Steigung, besonders negativ sein. Sprich, also ein deutlicher Südwärtstrend ist dann nachher rot. Umgekehrt, wenn die Volatilität rot ist, dann ist das nicht schlimm, sondern sie ist besonders klein. Also immer gilt, rot ist eine sehr kleine Zahl und damit, wenn sie negativ sein kann, dann besonders negativ, wie bei der Steigung. Oder grün besonders hoch, also sprich eine besonders große Zahl. Grün wäre dann auch eine ganz große Volatilität. Ich benutze immer das gleiche, klein bis groß. Und in der Mitte wäre dann gelb. Aber jetzt wollen wir auch gleich loslegen. Wir fangen normalerweise, wenn wir jetzt Trades ableiten, indem wir hier uns die Charts angucken, unterschiedliche Underlyings, unterschiedliche Timeframes und, und. Nee, so machen wir es aber nicht, sondern wir bleiben mehr auf der mathematischen Seite. Final machen wir natürlich die Trades in den Charts, aber ich will euch mal ein bisschen einstimmen. Es kommen jetzt nämlich trotzdem ein paar Charts. Ehrlich gesagt, dieser Chart, der hier zu sehen ist, ist ganz ehrlich mein Lieblingschart überhaupt. Er zeigt nämlich das Problem der letzten Monate, sogar fast Jahre des Tradens. Das aber nur so kurz am Rande. Was ist wirklich zu sehen? Hier ist der ATR auf der höchsten Periodenlänge, diese 6.240, was de facto einem Jahr entspricht, ist der ATR für 7 Euro Forex-Paare abgebildet. Sticht heraus, Finanzkrise hier 2008, 2009, da war mal wirklich was los in den Märkten, riesige Volatilität und was haben wir nun? Extrem niedrige Volatilität. Nicht überraschend ist, wie immer, ist Schlusslicht der Schweizer Franken. Der ist da eigentlich fast immer Schlusslicht. Der hat die geringste Volatilität überhaupt. Und alles ist hier in Prozent. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, dass im Moment der US-Dollar, also Euro-US-Dollar, ebenfalls sehr niedrig ist. Angeführt wird die Liste übrigens vom britischen Pfund. Das ist wiederum keine Überraschung. Normalerweise ist britisches Pfund nicht besonders volatil, aber natürlich in den letzten 2 Jahren ist es ein bisschen anders. Und wir alle kennen natürlich den Grund. Das hier ist wirklich, zeigt ein bisschen die Problematik des Tradens insgesamt, nützt uns aber jetzt für die Ableitung von Trades ad hoc nichts, außer dass ich sage, grundsätzlich ist im Moment nicht die allerbeste Zeit fürs Traden, hängt ein bisschen allerdings davon ab, wo und wie. Deswegen gehen wir natürlich hier auch mal auf kleinere Timeframes, dann auch nicht mehr den Blick über mehr als 10 Jahre Historie. Hier jetzt der Blick mehr so auf die quartalsweise Betrachtung. Immer noch britisches Pfund ist vorne. Euro-US-Dollar ist sogar wirklich hier besonders schwach. Und selbst wenn ich noch weiter die Timeframe runterziehe auf eine monatliche Betrachtung, bleibt das Bild ungefähr enthalten. Was man allerdings sieht, ist jetzt, dass auch das britische Pfund runtergeht in der Volatilität. Und auch das ist natürlich jetzt nicht ganz überraschend, weil, naja,
Wir sind ja relativ gesettelt. Gut, der 31.1. war noch nicht, aber im Wesentlichen scheint alles jetzt beschlossen zu sein. Etwas anders wird das Bild, wenn wir mal wirklich auf langfristige Trends gucken. Also was jetzt abgebildet ist, ist, wie gesagt, die Steigung im Chart. Aber hier jetzt über ein Jahr hinweg. Und natürlich ist hier die Finanzkrise wieder besonders sozusagen zu sehen, wo bestimmte Währungspaare besonders abgestürzt sind, andere sind besonders angestiegen. Aber wir wollen natürlich immer den Blick hier mehr in der nahen Vergangenheit halten. Im Moment haben wir besonders negative Steigungen, aber langfristig bereits schon negativ. Gelb, Euro, japanischer Yen. Also der, das ist schon so die erste Identifikation hier, wird für einen Langfrist-Trader ein interessanter Short-Kandidat. Gucken wir mal auf die Gegenseite. Wer hat die größte Steigung? Ja, dann ist es Euro-Neuseeland-Dollar. Und da haben wir jetzt schon die erste kleine Conclusio. Das Paar aus den beiden, Neuseeland-Dollar, japanischer Yen, ist in Wahrheit jetzt der wirklich interessante. Der hat dann den besten Langfristtrend überhaupt. Okay, das halten wir schon mal im Kopf fest. Werden wir übrigens gleich nochmal drauf stoßen. Genauso kann man natürlich jetzt hier auch wieder die Timeframes runtergehen, quartalsweise Betrachtung, immer noch japanischer Yen ganz vorne mit der größten Steigung. Das heißt, das ist ein Long-Kandidat für sich genommen und der Short-Kandidat wieder Neuseeland, Euro, Neuseeland-Dollar. Aber hier wieder der Hinweis, dann ist das noch bessere Paar, die Kombination aus beiden. Okay, noch kleinere Timeframes, da tauchen sozusagen ein paar auf, die jetzt kurzfristig an Fahrt gewinnen, wie zum Beispiel Euro. Australischer Dollar als Long-Kandidat und Euro-Schweizer Franken als Short-Kandidat. So können wir das Ganze identifizieren und dann kurz noch einen Blick auf die anderen nur am Rande, weil die uns gleich in den Tabellen für die Ableitung der Trades ebenfalls begegnen. Was ich mir auch anschaue, ist, wie groß ist die Range, die das Paar sozusagen in den vergangenen in dem Fall vergangenem Jahr eigentlich so hatte. Wie groß ist die prozentuale Range? Also wer hat eigentlich da am meisten Auf- und Runterbewegungen gehabt? Und dann wäre hier zum Beispiel die Hitliste britisches Pfund und am unteren Ende eher der US-Dollar und wie immer Schweizer Franken, wo typischerweise wenig los ist. Gut, das setzt sich hier fort, wenn mal die Timeframes runtergehen. Hier kommt noch ein kleiner Hinweis von euch. Oh, Stefan benutzt C++, steht nämlich im Pfadnamen. Ja, richtig erkannt. Die Datenanalyse ist mit C++-Programmen gemacht und die Bilder werden dann vollautomatisch über Gnuplot erzeugt. Aber das jetzt nur als kleiner technische Randbemerkung. Jetzt wollen wir natürlich Trades daraus ableiten, aber das etwas anders. Und zwar folgenderweise. Ich muss mir mal eben zwei Tabellen hier nach vorne holen. Und jetzt geht es darum, solche Erkenntnisse im Sinne einer fünffarbigen Ampel in Trading-Möglichkeiten hier zu übersetzen. Und in der linken Tabelle werde ich jetzt gleich sozusagen die Findings, also das, was wir hier so herausfinden, ein bisschen zusammenfassen und werde mich langsam durch die Zeitebenen durchhangeln, um dann in Summe die besten Chancen abzuleiten. Und wir fangen auf der höchsten Zeitebene an, also dieser ominösen 6240, was einem Jahr Rückspiegellänge entspricht. Und jetzt haben wir hier alle 28 Währungspaare plus Gold ist am Ende dieser Liste und plus DAX und S&P 500, die bei mir von den Symbolen leicht anders heißen, aber ich habe es extra nochmal daneben dran geschrieben. Wenn wir jetzt anfangen, die Tabelle, die eigentlich so eine mehrdimensionale Ampel ist, zu interpretieren, wird das mit ein bisschen Übung, geht das nachher alles straightforward und ziemlich einfach, sodass wir unsere Möglichkeiten ableiten. Fangen wir mal mit dem ATR an. Jetzt haben wir ja noch ein paar mehr Symbole als gerade in den Charts. Also die höchste Volatilität ist im DAX, gefolgt vom S&P 500, gefolgt
von Gold. Gerade Forex, viele sind im Moment nicht volatil. Rot heißt, da ist überhaupt nichts los. Also jetzt erstmal extrem langfristig. Springen wir mal weiter schon hier in die Spalte mit dem Regression Percent. So, was heißt das, wenn wir hier jemanden haben, der absolut hellgrün ist? Das heißt, da haben wir die beste Steigung nach Norden. Okay, das ist natürlich richtig, richtig gut, wenn wir hier eine gute Steigung nach Norden haben. Also wir haben langfristig einen stabilen Aufwärtstrend. Das will ich hier auch mir schon mal gleich notieren, weil das heißt, DAX ist definitiv ein Long-Kandidat und das gleiche gilt für den S&P 500 und das gleiche gilt für Gold. Wir können sogar noch weiter fragen, ist dieser Trend recht sauber? Um einen sauberen Trend zu haben, brauchen wir immer beim Regression-Koeffizienten eben ebenfalls was Grünes. Das heißt, dann ist es nämlich richtig schön, dann haben wir wirklich einen ziemlich sauberen Trend. Okay, da haben wir schon mal bei jedem die Bestätigung. Mit dem Wissen saubere Trends. Naja, können wir sogar noch ein paar mehr Kandidaten ableiten. Dann wird nämlich plötzlich sogar interessant, australischer Dollar, kanadischer Dollar. Der Trend ist sauber und der Trend geht nach Süden. Okay, das heißt, wir hätten hier einen Short und das gleiche können wir hier ein paar Mal runter kopieren, weil wir da ebenfalls gute Short-Kandidaten haben. Denn der Trend ist sauber und er ist stark. Damit haben wir was abgeleitet. Gut, jetzt gehen wir mal weiter und gehen hier die Zeitebene runter. Das heißt, wir gehen jetzt von dem ein Jahresrückspiegelbetrachtung auf ein Quartalsrückspiegelbetrachtung und müssen mal sehen, ob sich jetzt was schon ändert oder ob wir Bestätigungen finden. Und fangen wir mal mit unseren vorhin ersten an. Dann ist also definitiv Gold schon wieder ein super Long-Kandidat, den wir uns merken sollten. Der S&P 500 ist auf der Zeitebene sogar eher, also ebenfalls gut bestätigt. Okay, Gold hätte hier nur noch ein leichtes Grün und der DAX hätte ebenfalls nur noch ein leichtes Grün, aber das heißt, wir kriegen hier schon mal erste Bestätigungen rein, auch wenn dann die Trends auf dieser Zeitebene zumindest für Gold nicht mehr ganz so, also sozusagen so gut sind. Deswegen nehme ich Gold sogar hier auf der Zeitebene nochmal wieder raus. Frag mich aber nochmal, habe ich nicht noch andere interessante Kandidaten, nämlich wo wir einen sauberen Trend haben, aber vielleicht in die Gegenrichtung. Und da kriegen wir auch noch ein paar, die wir hier nennen können, nämlich da ein Short Trade und Euro-Neuseeland-Dollar ebenfalls wieder Short. Soweit hier schon mal die ersten Ableitungen. Betrachtung zum ATR will ich nicht auch verschweigen, weil auch hier gilt, wo haben wir überhaupt Volatilität? Na, im Gold, wieder im DAX. Und mittlerweile, wenn wir nur den Rückspiegel auf ein Quartal begrenzen, merken wir britisches Pfund, weil ich sage das deswegen einfach mal allgemein britisches Pfund, weil wir hier wenigstens mal so einige noch in hellgrün kriegen. Das heißt, da ist ebenfalls kommt zumindest mal wieder Volatilität aus, während viele, viele weitere Forex-Paare reichlich tot sind. Also das muss man definitiv sehen. Okay, ich habe nochmal die explizite Frage, woran erkenne ich Trend sauber und stark? Okay, dafür sind vor allen Dingen diese beiden Spalten zuständig. Regression Percent. Das heißt, das ist die Steigung selbst. Und da ist natürlich am besten, sie ist entweder besonders negativ, sprich knallrot, weil wir dann einen Short Trade machen können, oder sie ist knallgrün, weil dann ist sie besonders stark. Und das heißt, da ist sozusagen ebenfalls dann was Gutes dabei, aber allerdings dann auf der Long-Seite. Und die Qualität. Ist dieser Regression Coefficient? Wenn der grün ist, dann ist sozusagen der Trend sauber. Also
ohne viel rumgewackelt. Und da ich jetzt gerade nochmal den Hinweis gekriegt habe, sollte ich eins noch gleich mit notieren. Neuseeland-Dollar hat einen sehr guten Aufwärtstrend und der ist nämlich ebenfalls auch sozusagen von der Qualität her sauber. Das heißt, hier haben wir ebenfalls nochmal einen Hinweis für einen Trade. Kommt noch die Frage, wie die Farben hier entstehen. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen Excel-Gymnastik. Das liegt an den Zahlen, die hier oben stehen. Das sind einfach die Messungen, die ich gemacht habe für die Regression, für die Koeffizienten. Und dann macht mir den Rest, macht das Excel-Sheet von selbst, indem er die Color kodiert, sodass ich diese Einfärbung kriege. Und die Farbgrenzen, das wird hier alles vollautomatisch in einem Excel-Sheet gemacht. Also sprich, ich habe euch die Arbeit einfach mal ein bisschen abgenommen. Jetzt wollen wir natürlich auf kleinere Zeitebenen immer weiter runterkommen. Weil ich weiß, dass viele von euch auch immer gerne dann Intraday handeln. Und jetzt sind wir schon langsam in dem Bereich, wo wir Schlussfolgerungen ziehen, die wirklich für den Intraday-Handel natürlich super gut sind. Volatilität, DAX, Gold, okay, das haben wir, das ist nicht Neues. Gucken wir auch hier wieder Trend und Trendsauberkeit. Hey, da haben wir doch die fantastischen Rückschluss. Schon wieder Gold Long. Das S&P 500 ist zwar nur noch leicht grün, aber der Trend ist sehr sauber. Das gibt für mich auch nochmal definitiv einen Long-Hinweis. Und jetzt gucken wir, ob wir noch andere haben, die besonders sauber sind. Und dann finden wir hier Short-Hinweise. Nämlich, wir haben einen sehr guten Abwärtstrend im australischen Dollar, Schweizer Franken, gefolgt mit einer sozusagen sehr hohen Qualität. Dasselbe würden wir finden, wenn wir hier beim Euro Schweizer Franken sind. Und dasselbe würden wir ebenfalls finden im Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, dass wir auch da eigentlich sehr gut short gehen könnten. Okay, damit haben wir die nächste Zeitebene. Und jetzt kommt noch meine kleinste Zeitebene, die basiert dann auf einem Rückspiegel von einer Woche. Volatilität am höchsten in der letzten Woche, Gold. Ganz klarer Favorit. Und man sieht, der Rest ist relativ langweilig geworden. Das meiste ist dunkelrot. Das heißt, da ist keine große Volatilität im Markt. Okay, nochmal der Hinweis. Das ging gerade hier um die Farbkodierung. Die Tabellen stelle ich gerne zur Verfügung. Einfach eine E-Mail an mich schreiben. Die kommen im sogenannten LibreOffice-Format. Das Excel sollte die allerdings auch öffnen können. Den Update, naja, dazu braucht man halt meine Programme. Die kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. Aber dafür gibt es ja dann das Webinar in einer Woche schon wieder. Das heißt, da stelle ich das Gleiche natürlich dann nochmal neu mit den neuen Zahlen wieder zur Verfügung. Jetzt wollen wir wieder auf die Trends gucken. Wo sieht es denn hier richtig gut aus? Und wieder kriegen wir die Bestätigung im Gold, dass wir Gold definitiv gut long gehen können. Wir können definitiv den S&P 500 sehr gut long gehen. Der DAX ist sozusagen hier nur zweimal hellgrün. Das reicht mir aber jetzt hier in der Bestätigungsvariante definitiv auch. Das heißt, das Ganze nimmt hier schon ein saubereres Bild langsam an. Aber wir kriegen auch noch ein paar Short-Kandidaten mit auf den Weg, nämlich hier oben australischer Dollar, dunkelrot. Das heißt, Trend geht nach unten und er ist besonders sauber. Das heißt, hier haben wir einen super guten Short-Kandidaten noch. Das trifft ebenfalls auch hierzu den Euro versus Schweizer Franken. Den kann man auch noch ebenfalls akzeptieren. Und von daher haben wir da einige gute Kandidaten. Soweit alles rund um Trends und dass wir versuchen, besondere Trend-Trades abzuleiten. Und jetzt kann man natürlich zwei Dinge machen, um es praktisch zu nutzen. Man kann
Definitiv, wer jetzt eher intraday unterwegs ist, der kann aus meiner Sicht definitiv sehr gut diese ganzen hier nehmen, weil sie auch durchaus gut bestätigt sind und die in entsprechende Trades überführen. Trades überführen heißt jetzt für mich persönlich nicht jetzt einfach blind genau die Richtung traden, die da jetzt gehighlightet ist, sondern nutzen, um jetzt den guten Einstieg zu finden. Vielleicht einen Pullback im DAX oder S&P 500 abwarten und dann entsprechend long gehen. Und gleiches gilt auch hier für die Short-Kandidaten. Über die Zeit hin wird man sich überlegen können, ob man das sogar stur tradet. Das nächste, was man sich überlegen kann, ist, vielleicht auch einige Trades zusätzlich einzugehen, die mehr langfristig orientiert sind. Dann allerdings immer unter Betrachtung der Swap-Kosten. Also hier Langfrist-Trades würde ich nur unter Betrachtung der Swap-Kosten mit eingehen. Ihr wisst, es gibt Währungspaare und Richtungen, wo man relativ viel Overnight dann an Finanzierung bezahlt. Und von daher würde ich das zumindest mit in die Waagschale werfen. Ich weiß jetzt nicht genau auswendig zu all den Short-Kandidaten, die hier genannt sind, ob da auch noch Swap-Interessante zusätzlich dabei sind. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich will auch noch einen Blick drauf werfen, ob wir nicht interessante Seitwärtsmärkte identifizieren können, weil der eine oder andere, weiß ich, hat Strategien, die ideal sind für Seitwärtsmärkte, wo man also nicht auf den großen Trend gucken braucht. Sogar es geht sogar meistens umgekehrt, dass nämlich wenn starke Trends auftreten würden, dann plötzlich das eher nicht gut ist. Also der eine oder andere wird sicherlich ganz genau wissen, worüber ich rede. Strategien, die auch durchaus mit Nachkäufen arbeiten. Und dann ist es besonders wichtig, dass nichts wirklich brutalst gegen einen läuft. Und hier habe ich jetzt die Tabelle einfach sozusagen ein bisschen abgewandelt. Also es sind die gleichen Zahlen, haben wir alle schon mal gesehen, nur nicht in einer Tabelle. Ich schaue hier jetzt ausschließlich auf den Regression Percent, also die Steigung. Und für Seitwärtsmärkte würde ja gelten, naja, gelb. Gelb ist die Zahl, ist die Farbe, die mir sagt, hey, hier geht es am besten seitwärts, verglichen immer mit all den anderen. Und dann hätten wir einen Kandidaten, das wäre britisches Pfund, australischer Dollar, und der wäre sozusagen ein super guter Kandidat für seitwärts. Wie habe ich es abgeleitet? Ich schaue einfach, wo ist hier am meisten gelb, und das quer durch alle Zeitebenen. Und da gäbe es noch ein paar andere Kandidaten, die zumindest sowas haben wie zweimal gelb und dann wenigstens nur in dem Fall leicht rot. Das wäre ein Kandidat. Und hier wäre ebenfalls noch ein solcher Kandidat. Damit haben wir jetzt einige Trading-Möglichkeiten abgeleitet. In Wahrheit sogar für verschiedene Zeitebenen. Die Nutzung, wer jetzt was hier benutzt, ob man jetzt die kürzeste Zeitebene nimmt und die anderen als Bestätigung oder einfach nur in der einen Zeitebene bleibt und auch die Trades in diese Richtung ausrichtet, weil es ist immer wichtig, wir brauchen natürlich dann Stop-Loss und Take-Profit. Und wenn ich einen Trade ausrichte, der eher auf Minuten-Stunden-Basis ist, dann werde ich auch wahrscheinlich einen kleinen Stop-Loss wählen. Während ich wiederum, wenn ich einen langfristigen Trade auswähle, dann will ich sicherlich einen Stop-Loss nehmen, würde ich einen Stop-Loss nehmen, der deutlich weiter weg liegt. Das ist liegt natürlich final an euch. Die Umsetzung in einen Trade, die kann und also die darf ich nicht genau hier vorgeben, das schon gar nicht und will ich auch nicht. Es soll einfach euch mit die Reise erleichtern. Wo ist was los? Wo sind die Trends? Wo sind die stärksten Trends? Und dann entsprechend sein eigenes Trading darauf ausrichten. Pullbacks sind schon genannt als mögliche Einstiege. Pullbacks könnten aber auch
nicht Pullbacks, sondern Trendumkehren will ich natürlich ebenfalls nicht verharmlosen. Jeder Trend hat, wie wir alle wissen, irgendwann noch mal ein Ende. Aber von daher können wir einiges auch über den Stop-Loss entsprechend absichern. Aber ihr habt jetzt hoffentlich ein paar schöne Ausgangssituationen für diskretionäre Trades, dann auch wieder entsprechend mit der normalen Chartanalyse. Soweit von mir für heute. Nächste Woche geht es wieder weiter. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Und dann gibt es natürlich abgedatete Tabellen. Die Videos stelle ich auch, das Video stelle ich gleich auch zeitnah online. Das heißt, wer da nochmal die eine oder andere Tabelle quasi sehen möchte, kann das auch dadurch kriegen. Ansonsten, kurz nochmal meine E-Mail. Dann schicke ich auch gerne die Tabellen noch zu. Einfach so, wie sie sind. Und zwar, wo ist die Präsentation? Und da haben wir dann auch nochmal die E-Mail. Also s.friedrichowski. Ich weiß, sehr komplizierter Nachname. Nennt mich gleich Stefan. Es macht die Sache einfacher. At jfdbank.com. Soweit von mir. Heute am Mittwoch, Mittag. Euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Traden. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.